Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einem, ja, ich will nicht sagen zu einem Special, aber es ist so eine kleine Adventure Map von Miniaturenkrafte, ne? Und ja, ich bin jetzt nicht alleine, den Marvin habe ich auch hier, der hier den Server ja so gesagt leitet. Ja, du bist noch immer ein bisschen leise, aber egal. Ja, wir spielen jetzt die Adventure Map The Temple of the Gods. Episode 2. Also Episode 1 wollen wir nicht oder machen wir nicht oder ist auch egal. Auf jeden Fall starten wir jetzt hier. After a long journey. Since visiting the Egypt Temple, you finally reached the ancient Maya Village. To prove the discovery of the village, you must try to collect the treasure of the Maya. But you have to keep your eyes to find the hidden chest contains the treasure. Hast du gerade irgendwo ne Dings geöffnet hier? Ja, hier oben auf dem Baum. Was war da drin? Ein Diamant. Ah, Diamanten! Ich auch. Ich will auch. Ist hier irgendwo noch was? Bestimmt, andere Richtung. Ich muss ja einmal nachgucken, ja, hallo, ich kenne die Map nicht. Ja, auch nicht. Außerdem nehme ich ja nur auf und dann können die Leute mal ruhig gucken, wieso die gedingste Map hier aufgebaut ist. Okay. So. The Cave of Tohil. So, und du lässt mich bitte vorlaufen, weil ich hier halt das Ding habe. Also hier Aufnahme und so. So, wir haben. Müssen wir jetzt den Wassereimer, achso, den Wassereimer müssen wir hier vorne einsetzen. Wahrscheinlich. Damit wir da hinten zur nächsten Kiste hinkommen und so, ne? Ich würde die da irgendwo hinsetzen. Oder da. Das machen wir ganz einfach. So geht's auch. So, da haben wir nächsten Diamanten. Okay. Oh. Ja. Moment, was haben wir hier? Do not bring the bucket. Gut, ich verstehe sowieso kein Englisch, also von daher ist das ja alles kein Problem. So, wir machen hier mal die ganze Lava zu, weil ich wollte gerade sagen, es ist. Hallo? Das Wasser ist weg. Du pustest zu doll in dein Mikro, bitte lass das mal. Ja, ich habe das ganz weit vor meinem Mund gerade gehabt, darum. So, jetzt gehen wir hier erstmal hoch. Ich nehme den leeren Eimer einfach mal mit, weil ich es kann. Und. Oh mein Gott, ein Labyrinth. Geht da nicht? Ich habe eine Kiste gefunden. Schon wieder. Ja. Ich hätte einen Diamant. Ja, hä? Ich habe jetzt gerade auf die Kiste geklickt und jetzt habe ich hier einen vollen Wassereimer. Wollt ihr mich verarschen hier? Ich kann die Kiste nicht öffnen. Hallo? Nicht? Ich kann sie öffnen. Ja, aber warum ich nicht? Ist ein Diamant drin. Ja. Hier! Rechtsklick, es geht nicht! Ich sehe es. Soll ich ihn daneben Ja, dann erst? schmeißen raus! Ganz einfach! Danke! So! So ein Scheiß hier, ey! Nö, da geht's nicht. Ja, also eigentlich bin ich ja nicht so der, ich sag mal, der Pro hier für die, für solche Du bist schon Maps, ne? vorbeigelaufen. Aber, was? Zurück bitte. Moment, ich habe hier eigentlich noch eine Kiste gefunden, aber ich komme da irgendwie nicht dran. Die habe ich schon geöffnet. Echt? Ja, da war der Diamant drin. Ja, und ich kann die Kiste hier vorne auch nicht öffnen. Was Was ist ist das für das? eine Scheiße hier? Ich weiß es nicht. Frag mich das nicht. So, Warte ich. wo bist denn du jetzt? Geht den Gang wieder entlang. Ja, hier hinten jetzt bei der Kiste bin ich jetzt. Ja. Und Ach, jetzt jetzt hier kann ich die drüben? Kiste auch öffnen. Ja, So. hier lang. Ja. Dann hier hoch. Ach so. Ja, sehr gut getarnt. Bin ja echt begeistert. Oh, das ist doch nichts für mich. Aua. Ich mag das irgendwie nicht. Oh, nee. Ach nee. Das habe ich nicht gesehen. Hey, wenigstens bin ich rübergekommen. So, ich gehe schon mal langsam weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie verlaufe oder so. Ist ja nicht schlimm. The Trap of All Mutzenkap. Das ist unglaublich.
Ich habe eine Angel gefunden. Sollen wir jetzt hier angeln gehen? Nur keine Ahnung. Moment. Ah ja. Was, du musst angeln? Ja, keine Ahnung. Warte. Da ist, muss irgendwo ein Schalter sein, bestimmt. The Trap Mützen Cup. Ach so, du musst die Druckplatte da drüben erwischen. Was für eine Druckplatte? Da drüben. Ach du Scheiße. Na, da ist ja genau das Richtige für mich. Ja. Mhm. Wenn ihr, soll ich machen da. So, Moment. Die war eigentlich getroffen. Herr Marvin, jetzt geh mal bitte weg. Sonst krieg ich vielleicht einen Krampf. Ja! Ist er auf? Ja. Warte, gut. Ich geh durch. Sehr gut. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Was, ein Klötenei? Ein Klötenei. What the fuck? Ich hab einen Huhn gefunden. Ich hab's geangelt. Ha! Ich hab ein geangeltes Huhn. Bin ich gut. Aua. So, na bravo. Ja. Ja. Oh, da, das, oh, hier ist eine Kiste. Ja, die habe ich schon geöffnet. Okay. War was Schönes da drin? Ein Diamant. Oh, schön. So, dann beweisen wir mal hier unsere Jump and Run Skills. Die nicht vorhanden sind. Richtig. Wow, bin ich gut. Ich bin so gut, dass ich wieder schlecht bin. The Climb of Cabaguil. Oh, nee. Was? Okay, so geht's natürlich auch. Aua. Ja, super. Klasse. Ja, das wird schon witzig. Wieso machen wir eigentlich so einen Scheiß? Ich weiß es nicht, ich habe die Map noch nie gesehen. Oh. Das wird failohaft pur. So viel sei schon mal geraten und gesagt und ne? Oh, ey, wird ja immer schlimmer. Ja. Oh, Alter. Ich wäre ja mal dafür, dass du da rüber gehst. Ja, super. Ich komme da nicht rüber. Ich schaff's auch nicht mehr. Ansonsten, wir haben, wenn auch 30 Gottmord, da fliegen wir da hoch. Scheiße, ey. Ja. Du bist ja der Kegelgott. Ja, ich bin the Dings-Goodness hier auf the Dings, ne? Du kommst wenigstens auf die zweite Leiter rüber. Ich schaff's auch noch. Ja, wollte ich sagen. Ja, super. Das läuft sehr, sehr gut. Immer ja. Mhm. Wir machen irgendwie immer dieselben Fehler. Zum Glück habe ich eine Empore Jump'n'Run-Map genommen. Ja, wie man weiß, ich bin ja der totale Pro in solchen Jump'n'Run-Spielen. Also hier so, ne, weißt Bescheid. Mein Minecraft ist kurz abgestürzt, komm gleich wieder. Ja, ja, lass die Zeit. Ich spring hier mal eben so ein... Oh Gott. So ein bisschen selber rum, ne? Ja, versuch weiterzukommen. Das wird garantiert nicht passieren. Ach, okay. Ich häng fest. Ich komme noch nicht einmal auf die zweite Leiter, Alter. Nee, komm, 5 Minuten probier es jetzt noch. Okay. Und wenn, ist dann hier, ne? Gedings. Der hält sich da oben nicht mehr fest, der Spasti! Doch nicht. Okay, geschafft. Nein! Los, spring doch. Alter. Wer kommt auf so eine geniale Idee, solche scheiß Sprungpassagen einzubauen? Adventure Maps. Ich kann doch nicht einmal hier nach rechts gehen. Ja, wenn ich da rechts gehen will, dann springt er runter. Das ist auch ein Spaß. Der hält sich nicht fest.
Das wird noch witzig. Das ist ja erst der Anfang, ne? Ich bin ganz runtergefallen. Oh nee. Ach, ich bin gleich wieder da. Oh Gott, wie gut, dass ich bei Minecraft-Beef noch nicht mitgemacht habe. Ich glaube, bei solchen Sachen hätte ich ja schon so dämlich gefailt. Glaube ich dir. Da habe ich ja wirklich Glück, dass Freaky mich noch nicht irgendwie angeschrieben hat. Ja, hier, du bist dabei. Da kann ich echt froh sein. So. Oh. Oh, wo kommt denn der Dreckblock her? Ich habe ja gar keine Ahnung. Wow. Immer falle ich hier runter. Das ist doch nicht wahr. So ein hässliches Ding habe ich auch noch nie gesehen. So, hey, ah, ich bin erstmal sie. Was willst du? Geh! Nö! Da bist du ja! Nö, ich mach nicht weiter. Nö, ich streike jetzt. Okay. Tschüss! Schön. Ja, ich weiß. Ich bin immer so schön. Los, rüber da. Oh, Marvin! Was machst du denn? Ich komm bis dahin immer locker. Ich komm nicht weiter, hallo? Ah, jetzt. Ach, geil. Es wird Nacht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Können wir mal ein Safe State setzen? Warte, ich mach mal ein paar Leitern hin. Warte. Nee, lass mal. Nee, okay. Brauchst du nicht. Wenn du sagst. Ey, das ist ein Schwein. Oh. Scheiße. Ja. Nee, weißt du was? Das ist mir jetzt zu blöd. Slash Game Mode 1. So. Oh, ich kann schweben. Wie kommt denn das? Oh, das ist aber unglaublich. So. Und Game Mode 0. Dankeschön. So. Oh, tolle Butze hier. Ja. Was ist denn? Hä? Wieso brennt der Ofen? Das ist so. Das kann man bei Too Many Items auswählen. Ah, das ist ja cool. Ich hab noch einen Diamant. So. Hier kriegst du zwei. Ja. Okay, was hatten wir jetzt hier noch? Ach, hier geht's noch runter. Das ist so ein. Da war der Diamant. Ach so. Okay. Dann klettern wir mal weiter hoch. Hab ich schon gesagt, dass ich total noobig in solchen Adventure Maps bin? Ja. Gut. Dann sage ich's nochmal. Ich bin total noobig. Ich glaube, jetzt kommt der Tempel. Bist du jetzt schon vorgelaufen oder was? Ja. Oh nein, jetzt habe ich gespoilert. Oh nein. So, was haben wir hier für ein Schild? The Temple of Akkad. Akkad. The Temple of Knochenbrechen. Ich werde noch mal eben hier an den Seiten so lang gucken, weil irgendwas scheint hier nämlich auch noch vielleicht zu sein und so, ne? Hm. So, es könnte nämlich auch sein, dass oben hier auf den, auf diesen komischen Tempeldingern hier, dass da auch noch irgendwie eine Kiste oder so ist. Mhm, ja. Hier auf diesen komischen Towern. Aber ich glaube, da kommen wir erst später hin. Ich gucke jetzt nochmal hier eben lang. Aber, ne. Da ist nix. Ne, gut, ich komme runter. Okay. Badass Motherfucker, springen! Mann, kann ich das gut. Pascal schreibt mich an, ich soll einen Server anmachen. Wir haben gerade den Server an. Ja, also, aber den anderen meint er. Ja, ist mir jetzt Wumpe. Er war jetzt die letzten Tage nicht auf dem Server drauf. Und warum will er jetzt gerade drauf? Weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz kurz vorbei. Jetzt haben wir hier zwei Wege. Links und rechts. Ich gehe links. Okay. Ich wollte erst rechts gehen, aber okay. So, hier sind jeweils zwei Fackeln. Da fackeln wir nicht lange.
So, the puzzle of... Was für ein Ding? Of Kumat. Ja. Und... Ich nehme mal alle an mich. Ich weiß nicht, ob du auch welche brauchst. Moment, eigentlich die auch für Singleplayer gedacht, aber auch egal. Ah, warte mal. Ich glaube, die müssen hier reingeschmissen werden, oder? Ja, ich bin runtergefallen. ja. Das hast, ist... Nee, ja, gibst du mir mal den Eimer mit Wasser und die Pyrex? Ich habe eine Idee. Ja, einmal den und einmal den. Ich habe jetzt eigentlich so damit gerechnet, dass man jetzt... Na gut, das Wasser hatte ich da jetzt nicht gesetzt. Doch, weil die müssen runterfließen da.